Letzte Ehre für eine Kiezlegende. Am Mittwoch wird Thomas Born auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf zu Grabe getragen. Born, besser bekannt unter seinem Spitznamen Karate Tommy, war ein Veteran des Zuhältermilieus von St. Pauli. Moin, moin, moin. Unter den Trauergästen das Who is Who der Hamburger Rotlichtszene. Thomas Born, das ist ja einer gewesen, wo jeder irgendwo gesagt hat, wir haben jetzt Ärger, wir haben Stress. Frag Thomas mal. Ist Thomas gekommen? Und wenn er gekommen ist, was geregelt? Ja, ich war ja einer vom Kiez, einer weniger. Er ist der Taupate von meiner Tochter. Ne? Und man kennt sich. Logisch, als Hamburger Jungs kennt man sich. Ja klar, ist doof. Ne? Wenn irgendwie einer geht und das ist ja nicht der Erste, den ich jetzt hier begleite oder beziehungsweise letzte Ehre erweise, es ist immer wieder das Gleiche, dass man natürlich sehr, sehr traurig ist. Thomas Born erlag den Folgen eines Herzinfarktes. Mit Stärke und Niveau hast du gelebt und jene goldene Zeiten auf Hamburgs geiler Meile damit mitgeprägt. So verabschiede ich dich jetzt, Thomas Born. Keiner war so stark und vor allem nicht so fair wie du. Karate Tommy auf der Hamburger Reeperbahn Anfang der 90er Jahre. Im Interview mit Spiegel TV gibt er damals eine Art Berufsbeschreibung. Wenn zum Beispiel böse Leute kommen und man möchte die Polizei nicht rufen, weil sie so viel beschäftigt ist und Personalmangel hat, dann könnte es sein, dass das Telefon bei mir klingelt. Oder aber, wenn es darum geht, dass zum Beispiel irgendwelche Dinge geschäftlich geregelt werden müssen mit einer Gruppe von Leuten, bei denen man eine gewisse Imposanz ausstrahlen muss, um es mal so den mal auszudrücken, dann wäre das meine Aufgabe gewesen. Kontakt zum Milieu bekommt Born durch seine Sportschule. Auch Zuhälter trainieren bei dem ehemaligen Karate-Europameister. Es sind die 70er Jahre. Noch gibt es kein AIDS, die Prostitution floriert. Die Gewinne werden größer, die Verteilungskämpfe stärker. Auf St. Pauli formiert sich ein neues Kartell aufstrebender Zuhälter. Wegen ihres jungen Alters, etwas abfällig, die Nutella-Bande genannt. Ihr Anführer ist Klaus Barkowski, Spitzname der schöne Klaus. Um sich gegen die alteingesessenen Zuhälter durchzusetzen, brauchen sie einen starken Mann, Thomas Born. Dadurch waren wir natürlich nicht mehr so angreifbar. Man brauchte nicht jeder von uns da irgendwie mit der Pistole rumlaufen. Alleine der Auftritt von Thomas und unseren anderen Leuten war dann schon genug. Das hat dann oft ausgereicht, um Sachen zu schlichten, die hätten sonst anders eskalieren können. Born will eigentlich Medizin studieren, doch sein Abi ist nicht gut genug. Der Profisportler baut eine Karateschule auf. Der Autor und Filmemacher Michael Ruge ist auf St. Pauli aufgewachsen. Er kannte Michael Born seit seiner Kindheit, war eng mit ihm befreundet. Ihn hat diese Welt natürlich auch fasziniert. Und als Karatekämpfer haben sie ihn natürlich hofiert, weil starke Kämpfer waren gefragt. Und in so einer Umgebung, ich meine, damals, es war einfach fantastisch. Das war Glamour, das war Glanz, das war Party. Und als junger Mann, und da bist du hofiert und kannst richtig Kohle ausgeben, Party machen und die Frauen an jeder Seite und so. Wer will da normal studieren? Aus dem Spitzensportler Thomas Born wird Karate-Tommy, bei der berüchtigten Nutella-Bande, zuständig für die sogenannte Abteilung Stress. Seine Aufgabe? Den Clubs der Konkurrenz die Ansprüche der Zuhälter-Gang zu überbringen und notfalls durchzusetzen. Eindeutig, aber diskret. Denn niemand will die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich ziehen. Der Ehrenkodex beinhaltet erstmal natürlich ganz knallhart generell keine Polizei. Wer sowas auch nur irgendwie im Entferntesten andeutet zu tun, der ist hier unten durch und der wird nie wieder einem von den guten Jungs Geschäfte machen können. Der wird nie wieder mit irgendeinem am Tisch sitzen können, der zu der Truppe gehört, die man hier respektiert. Also das ist Gesetz Nummer eins. Niemals mit der Polizei arbeiten, niemals jemanden anzeigen. Thomas Hirschspiegel ist schon damals Polizeireporter in Hamburg und berichtet über die Revierkämpfe. Er kannte Thomas Born gut und seine Methoden. Er konnte ja sowohl einfach ohne dass er schlägt, durch eine Präsenz, durch einen Blick, einfach wahnsinnig viel erreichen. Aber er hat ja sein Erfolgsrezept auch erzählt. Wenn es Konkurrenzprobleme gab, ist er in irgendeinen Club rein oder in einen Puff, hat gefragt, wer ist hier der Chef? Dann kam der an, dann bekam der zwei verplättet, lag auf dem Boden und hat gesagt, so, lass uns über Probleme reden. Aber die gab es da nicht mehr.
weil niemand auf eine zweite Runde wollte. 1982 überlebt er nur knapp eine Schießerei. Im Eros Center hatte es Streit um eine Prostituierte gegeben. Born und seine Begleiter wollen die Gegner zur Rede stellen. Doch dazu kommt es gar nicht erst. Dann sagte der Klaus beim Reinkommen, der ja erster war von unserer Gruppe, guten Abend. Und es antwortete niemand. Und daraufhin erinnere ich mich, dass ich dann laut da gesagt habe, guten Abend. Und daraufhin ist geschossen worden. Der Klaus bekam den ersten Schuss in den Kopf. Und ich hätte sein halbes Gehirn auf der Jacke noch. Und dann habe ich mich gedreht und bin über den bereits toten Angie, der an der Tür ja lag, der ja diesen aufgesetzten Schuss bekam, rübergelaufen und in den Gang reingesprungen und bin dann diesen Gang bis zur Tür, die man eigentlich mit Summer nur öffnen kann, gelaufen. Man hat später gesagt, Tommy ist gerannt wie eine Hase. Das bin ich auch. Und es muss dann, das habe ich natürlich nicht gesehen, das habe ich aus dem ganzen Protokoll nachher herausgelesen, hat sich jemand, der ein Magazin leer geschossen hatte, von einem Freund ein Magazin werfen lassen, hat das eingeführt und hat auf mich angehalten und hat Ladehemmung gehabt. Und zu derselben Zeit, als er die Ladehemmung hatte, bin ich durch die geschlossene Tür durchgelaufen. Ich habe damals auch 110 Kilo mitgeschleppt und runter zu meinen Leuten, wo die waren. Und dann war das Ding im Salon vorbei. Wegen Körperverletzung und Zuhälterei muss Karate Tommy Ende der 80er für 2 Jahre ins Gefängnis. Als er entlassen wird, gibt es die Nutella-Bande nicht mehr. Born versucht sich als Schauspieler. Erst am Theater in Hamburg und dann auch in Hollywood. Dort bewirbt er sich als Gegenpart von Sylvester Stallone für den Kinofilm Rocky IV. Doch die Rolle bekommt ein anderer. Komm her. Zurück in Deutschland gründet Thomas Born eine Familie. Auf diesen Aufnahmen ist er mit seinem ersten Sohn Monty, damals 7 Jahre alt, zu sehen. Seine Kinder will er vom Kiez fernhalten. Was habe ich auf dem Kiez zu tun? Ich habe vielleicht Puffs zu führen. Und ich habe vielleicht mit Prostituierten zu tun. Das macht ja nichts. Aber das ganze Flair, ich sage ja auch nicht, er soll keinen Puff haben. Nur ich möchte nicht, dass er eines Tages Chef von 3 Puffs wird, nur weil er nichts anderes kennengelernt hat in seinem Leben als nur Bordelle. Seit Mitte der 90er Jahre tritt Thomas Born immer mal wieder in Filmen und Fernsehserien auf. Mal gibt er den Aufpasser, mal den Schläger. Irgendwie spielt er meist sich selbst. Für den Lebensunterhalt reichen die Rollenangebote kaum aus. Auf St. Pauli unterhält Born bis zuletzt eine kleine Security-Firma. Er hat mir gesagt in seinem letzten großen Interview, ich bin glücklich heute. Für mich ist das okay, ich muss keine großen Autos fahren, also was. Aber ich glaube schon, dass er sich von seinem Leben was anderes vorgestellt hat. Also, dass er hat sich schon irgendwie eine Hollywood-Karriere oder sowas vorgestellt und nicht das Leben am Existenzminimum. Das war es finanziell teilweise. Auf dem Kiez haben inzwischen andere starke Männer das Sagen. Mit dem Tod von Thomas Born geht auf St. Pauli eine Ära endgültig zu Ende. Musik.